Hallo Kackbratzen. Sehr verehrte Zuschauer, dieses Video ist für Kackbratzen unter 18 Jahren sowie Turnbeutelvergesser und Leute, die sich auch durch ein Gänseblümchen getriggert fühlen, leider nicht geeignet. Es enthält extreme Gewaltdarstellungen, obszöne und sexistische Wortäußerungen sowie andere Dinge fernab des guten Geschmacks und sollte eigentlich von niemandem gesehen werden, außer natürlich von euch. Viel Spaß und wascht euch stets eure Hände. Bussi Bussi, eure YouTube-Sicherheitsschule. Wenn man über Horrorspiele spricht, dann landen die meisten bei den üblichen Verdächtigen wie Silent Hill, Resident Evil oder bei einem dieser neumodischen Laufsimulatoren mit Jumpscares. Jedenfalls dürfen auch jede Menge Gore-Effekte und Action nicht fehlen, um das Erlebnis abzurunden. Und während diese Spiele eigentlich nicht schlecht sind, vergessen wir immer wieder, dass es vor allem in den 90er Jahren auch schon ein Füllhorn an Horrorspielen gab. Genauer gesagt sehr obskure Point-and-Click-Adventure, die nicht minder brutal waren. Aber da das Genre im Laufe der Zeit etwas an Popularität verloren hat, entgehen uns teilweise sehr feine Perlen. Wie eben auch das 1996 für Windows PC veröffentlichte Harvester. Unter Kennern hat es den Ruf, eines der brutalsten Adventure-Spiele aller Zeiten zu sein. Und damit könnten sie recht haben, denn dieses Spiel ist nicht nur voller exzentrischer Charaktere und jede Menge Pixelblut, sondern bis Oberkante Unterlippe voll von grotesken Gewaltdarstellungen. Um das Ganze nun aber etwas ins Gleichgewicht zu bringen, verpasste man Harvester auch einen Sack voll typischen Rätseln. Eine extrem geheimnisvolle Geschichte, die mitunter sehr viel Willenskraft abverlangt und ein komplett kaputtes Kampfsystem, das noch weitaus mehr Schmerzen bereitet als die krude Gewalt im Spiel. Wer also stark im Nehmen ist, wird sich durchaus auf ein spannendes Abenteuer freuen dürfen. Und wer meint schon alles gesehen zu haben, aber bis heute noch kein einziges Mal Hand an dieses Spiel gelegt hat, hat definitiv nicht alles gesehen. In Harvester schlüpfen wir in die Rolle des 18-jährigen Steve, der anscheinend schon immer ein richtiger Scherzkeks war. Well, you've always been a kidder, Steve. Nur hat Steve leider keinen blassen Dunst. Seitdem, dass er aufgewacht ist, scheint irgendwas nicht mehr mit seiner Welt zu stimmen. Und das nicht, weil irgendwer seinen Kaffee gegen entkoffeinierte Plörre ausgetauscht hat. Es scheint so, als sei er über Nacht in eine völlig verstörte Welt der 50er Jahre gereist. Nur leidet er unter Amnesie und kann sich an nichts mehr erinnern. Alle um ihn herum scheinen Steve aber zu kennen, darunter auch seine Mutter. Well, hello there. How about some cookies? There's plenty of rejects in the trash. Who are you? Sie erzählt Steve, dass er sogar angeblich eine Verlobte namens Stephanie hat. Seine Ische kann ihm allerdings auch nicht weiterhelfen, da auch sie an Amnesie leidet. Irgendwie ist Amnesie immer ein guter Dreh- und Angelpunkt eines Plots, den man sich mit normalem Menschenverstand nicht erklären kann. Während nun Steve durch die Stadt eiert, trifft er auf deren sehr sonderbaren Einwohner und findet heraus, dass irgendwie alle einen Fimmel für die Loge haben, was irgendwie eine Art Freimaurervereinigung ist. Jedenfalls sagt man uns, dass es äußerst erstrebenswert ist, dieser ominösen Loge beizutreten. Warum auch immer, Steve ist überzeugt, dass irgendwas mit der anscheinend so zauberhaften Kleinstadt nicht stimmt. Anscheinend gibt es ein sehr dunkles Geheimnis, das sich inmitten der korrupten Stadtbevölkerung befindet, die einem ab der ersten Sekunde ein schweres Gefühl in der Magengegend verschaffen. What are you doing here at this hour, Mr. Potsdam? Es bleibt wohl Steve nichts anderes übrig, als der Loge beizutreten, um Teil des Ordens des Erntemundes zu werden, um nicht nur das Geheimnis der Stadt zu lüften, sondern um auch herauszufinden, warum seine Verlobte und er an Amnesie leiden. If an A-bomb hits, what good is it gonna do to duck and cover? Das ganze Spiel hat eine starke unterschwellige Botschaft über Gewalt in Videospielen. Oder anders gesagt, das Spiel legt Wert darauf, euch zu zeigen, wie stolz die Entwickler über den immensen Inhalt an Gewalt sind. Und falsche Entscheidungen können tatsächlich äußerst verstörende Bilder zur Folge haben. Ihr solltet euch also seelisch schon mal darauf vorbereiten, wenn ihr nun das Spiel etwa bei GOG oder einer anderen Anlaufstelle für euren Mac oder PC holt. Die Charaktere im Spiel werden euch immer daran erinnern, dass Gewalt in den Medien die Menschen noch gewalttätiger macht und nur Sekunden später gibt es wohl die brutalsten Szenen, die man je in einem Pixelbrei gesehen hat. Harvester ist irgendwie als Satire gedacht, mit der man eindeutig gegen grundlose Brutalität und gegen die Wahrnehmung von Gewalt in Videospielen protestieren wollte. Und wie geht das am besten? Mit noch mehr Gewalt und Blut. Marv, what's going on in there? Harvester hat durchweg eine eindringliche Atmosphäre. Jede Szene spielt sich auf einem vorgerenderten Hintergrund ab, während man die Schauspieler abfilmte und dann auf den Pixelsalat klebte.
Die pixeligen Charaktere ergänzen die Hintergründe jedoch nicht wirklich schön, da die Animationen abgehackt und manchmal einfach hässlich sind. Dies verleiht dem Spiel ein von Natur aus unnatürliches Gefühl, das den ohnehin schon bizarren Ton von Harvester noch verstärkt. Leider sind die Grafiken manchmal sehr flach und langweilig anzusehen. Die meisten Häuser in Harvest haben auf den ersten Blick nichts Interessantes an sich. Das ist zwar pure Absicht, da Bilderbuch-Vorstadthäuser natürlich langweilig sind, aber so macht es keinen Spaß, sich umzusehen. Das ändert sich, sobald man die Loge betritt. Hier gibt es Räume, deren Wände und Decken buchstäblich aus Fleisch und Blut bestehen. Und natürlich dürfen auch riesige Augäpfel nicht fehlen. Hier kommt absolute Stimmung auf. Im Gegensatz zu anderen Adventures ist die Stadt gleich zu Beginn komplett offen, was vielleicht einem etwas überfordern könnte. Zumindest ist die Karte recht intuitiv und man wird sich auch relativ schnell zurechtfinden. Jede einzelne Person in Harvest ist interessant, seltsam und beunruhigend und alle haben einen Faible für Gewalt, wie etwa der kleine Bruder des Hauptdarstellers, der sich genüsslich einen putzigen Cowboy-Film anschaut, in dem ein Indianer erschossen wird und ihm daraufhin die gesamten Eingeweide explodieren. Look at the tube. Where's the remote control? Die einzig offensichtliche Erklärung ist, dass die Vereinigten Staaten eben auf Gewalt gegründet worden sind und somit Gore und jede Menge Blut komplett normal sind. Auch für Minderjährige. Die Perversionen, die die Mitbürger ausleben, können einem ein leicht unbehagliches Gefühl auslösen. Und mit leicht meine ich extrem. What's wrong with her? Aber Blut und rohes Fleisch ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Harvester geht sogar so weit und spricht offen über Themen wie Kindesmissbrauch. He made me play house, then he dug a hole. Please, I just want to go home now. Es gibt ja einige Spiele, die mit Gewalt und Blut nicht geizen, aber Harvester übertrifft das Ganze noch um Längen. Selten gab es ein Spiel, das so bewusst verstörend ist und gleichzeitig einem in seinen Bann zieht. Wie in einem jeden Adventure üblich, muss man sich mit seinen Mitmenschen unterhalten. Die Dialogbäume sind allerdings riesig. Jeder Charakter hat eine umfassende Ansicht oder Meinung zu jedem Thema, aber manchmal führt das Gespräch absolut nirgendwo hin und trägt nichts zum Fortschritt bei. Falsche Antworten in Gesprächen scheinen auch keine Konsequenzen zu haben. Man kann jederzeit das gesamte Gespräch wiederholen und somit einen alternativen Dialogpfad wählen, ohne dass sich danach irgendwas ändert. It is. Yep, it's a spinal cord. Is it Stephanie? Sehr ansprechend wurde auch das Inventar gestaltet. Hier werden alle Gegenstände sowie der Wochentag und Steves Gesundheitszustand angezeigt. Letzterer wird anhand eines Fotos seines Gesichts verdeutlicht. Wenn er mehr Schaden nimmt, ändert sich Steves Gesicht von glücklich zu krank, zu verletzt, zu blutig und geschwollen. Das Inventar ist riesig und die Gegenstände sind extrem klein, was es manchmal schwierig macht, sofort zu finden, wonach man sucht und das Spiel dann in etwa so spaßig macht wie eine Prostata-Untersuchung. Wie üblich wird man auch eine Menge an Gegenständen sammeln, allerdings wird man sehr bald feststellen, dass die Hauptzahl an Objekten überhaupt keinen Sinn machen und das Inventar nur zugemüllt wird. Sobald man aber die Loge betritt, hat sich das Problem ohnehin erledigt, da einem alle Gegenstände abgenommen werden. Now go, son. Go quickly. Before she comes back. Das Spiel erstreckt sich über eine ganze Woche und einige Aktionen sind auch nur zu bestimmten Tageszeiten möglich, was zu unterschiedlichen Vorangehensweisen führt, wie man die Stadt erforscht. Manche Dinge wie Diebstähle können grundsätzlich nur nachts durchgeführt werden. Hat man aber zum Beispiel verpasst, tagsüber die Stadt auch gründlich zu erforschen, könnte das später zu einem Problem werden. Dieser ganze Tag- und Nachtwechsel verleihen dem Spiel eine besondere Würze. Auch wenn einige Aufgaben sich von Sinn her oft wiederholen und beinahe repetitiv werden. Grundsätzlich kommt man in den Rätseln aber gut voran, wenn man erstens so gut wie alle Informationen über die Stadtbewohner besorgt und zweitens alle Objekte aus dem Inventar mit den Dingen in eurer Umgebung verwendet. Nicht immer machen Kombinationen Sinn und oft wird man ziellos durch die Stadt laufen, da eben einige Rätsel auch abhängig von der Tageszeit sind, aber das ist eben die Natur von Adventure-Spielen. Was aber definitiv Schmerzen bereiten wird, ist der Kampf. Das ist leider ein unabdingliches Element im Spiel, das gegen Ende hin sogar immer mehr in den Vordergrund tritt. Da die Steuerung des Charakters schon ein ziemlicher Schmerz im Arsch sein kann, da man sich häufig auch an unsichtbaren Hürden verheddern wird, könnt ihr euch ja vorstellen, was das dann für die Kämpfe bedeutet. Steve kann hoch, mittel oder tief angreifen, indem man mit dem Cursor der Maus zielt und dann mit einem Klick den Angriff bestätigt. Obwohl diese Mechanik einfach klingt, kann das Zielen eine Qual sein. Manchmal führt man aus Versehen einen hohen statt einen mittleren Angriff aus und wenn man eine Waffe hat, läuft man Gefahr, dass man in die Luft ballert, was anhand der ohnehin sehr knappen Munition ziemlich ungünstig ist, um es mal freundlich auszudrücken. Gewalt ist aber nicht immer die beste Lösung. Wer Spaß daran hat, seinen Nachbar in zwei Teile zu brechen, damit ihm seine Eingeweide rausquillen, sollte damit rechnen, dass das die Polizei das weniger witzig findet und eurem Leben ein Ende setzt.
Und natürlich kann man auch während des Kampfes ins Gras beißen, aber nicht nur im Kampf. Harvester bietet euch ein buntes Füllhorn an Möglichkeiten, effektvoll den Löffel abzugeben oder euch um eine Blutspende zu beten. Ein großer Teil seiner Wirksamkeit beruht auf seiner irreführenden Präsentation. Und damit meine ich nicht nur die explizite Darstellung von Gewalt und anderen sehr fragwürdigen Bildern. You don't know the half of it. Die Grafik ist aus heutiger Sicht ein absoluter Busunfall mit seinen schrecklichen digitalisierten Schauspielern, die auf die furchtbaren Hintergründe gesetzt wurden. Aber man erhält durchaus eine exzentrisch und sehr wirkungsvolle Atmosphäre. Es ist jedenfalls erstaunlich, wie der Fiebertraum im Spiel auch in die Wirklichkeit transportiert wird. Abgerundet wird das Ganze durch ein unglaublich geschicktes Sounddesign. Es gibt ständig beunruhigende Umgebungsgeräusche, die eine absolut unbehagliche Grundstimmung erzeugen. Und natürlich darf auch eine Sprachausgabe nicht fehlen. Jede Person, die man trifft, ist ein abstoßendes Beispiel für Menschlichkeit. Sie stoßen nicht nur Schimpfwörter aus, sondern geben auch zutiefst sexistische Dinge von sich. To deprive a little girl of a positive male role model. And her mama of a fine, stiff penis. Die Stadtbewohner stellen ihre eigene Bigotterie ins Rampenlicht, wobei sie hinter der Fassade ein komplett kaputtes und verdrehtes Leben führen. Die Dialoge hinterlassen ein seltsames Gefühl stellvertretender Scham. Es kann extrem schockierend sein, aber darum geht es ja auch. Harvester nimmt absolut kein Blatt vor den Mund und wer sich auch schon vom kleinsten Grashalm getriggert fühlt, sollte am besten einen großen Bogen um diese Perle machen. Harvester war schon in den 90er Jahren kein geschmackvolles Spiel und heute erst recht nicht, gerade bei unserer ziemlich empfindlichen Gesellschaft. All das dient jedoch einer Botschaft. Trotz all seiner bizarren Bilder, abstoßenden Charaktere und urkomischen, aber schändlichen Dialoge hat Harvester viel zu sagen. Und während man annehmen könnte, dass seine Gewalt und Rohheit nur ein Weg ist, um zu schockieren, fungiert es eher als Spiegel der Moral der Zeit. Schon damals verteufelte man Videospiele aufgrund ihrer gewalttätigen Natur und dass sie Auslöser von vielen Morden sind. So schrecklich diese Gräueltaten in der Wirklichkeit sind, die wahre Schuld ist aber nicht in Videospielen, Büchern oder Musik zu suchen. Wenn überhaupt, ist der politische Diskurs die größte Quelle der Gewalt. Viele Massenmorde, die große Aufmerksamkeit erregten, wurden durch politischen Extremismus und Bigotterie verursacht. Und genau das möchte Harvester deutlich machen. Es untersucht die Absurdität hinter der Idee, dass Videospiele Mörder erschaffen. Es stellt die wörtliche Botschaft dar, die Politiker damals verbreiteten. Wenn ihre Panikmache tatsächlich wahr wäre, dann wäre Harvester der wahrgewordene Albtraum und der Untergang der Menschlichkeit. Dem ist aber nicht so. Jedoch ist es viel einfacher, mit dem Finger auf irgendeinen Sündenbock zu zeigen, als die wahren Gründe der Verrohung unserer Gesellschaft zu ergründen. Leider spielt sich Harvester ungefähr so schön wie eine Wurzelbehandlung. Das Auffinden der Objekte und vor allem die Benutzung des Inventars kann enorm abschrecken und wenn man damit noch einigermaßen zurechtkommt, geben einen die Steuerung und der Kampf den Rest, weshalb es ziemlich schwierig macht, das Spiel auch zu empfehlen. Dennoch solltet ihr es mal ausprobiert haben. Es ist ein schlimmer Mix an Action und Adventure und es überschreitet definitiv sehr oft und sehr stark die Grenzen des guten Geschmacks, aber es setzt zumindest ein Zeichen. Das Spiel wird euch nicht bei der Hand nehmen, aber insgesamt wird man ein absolut magisches Erlebnis haben, das einem über viele Stunden bei schlechter Laune halten wird. Harvester ist kein Spiel für jedermann, aber wer es übersteht, wird danach um einiges weiser sein und sehr viel zu erzählen haben. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.